Ich glaube garantiert nicht an Gott und er will mit mir auch ganz sicherlich nichts zu tun haben. So die Worte des Künstlers Michael Wilfort. Auch in der größten Verzweiflung wäre er nie auf die Idee gekommen, nach Gott zu rufen. Heute ist er mein Gast. Herzlich willkommen beim Mensch Gott und hier im Studio Michael Wilfort. Hallo. Hallo Michael. Ich kenne dich schon eine Weile. Ich durfte mal in deinem Atelier drehen. Deswegen sage ich jetzt mal du. Ja, kein Problem. Dadurch, dass du hier zu Gast bist, zeigt das ja, dass sich bei dir gewaltig was geändert hat in der Sache mit Gott. Du bist zwar immer noch mit Leib und Seele Künstler, aber deine Bilder sagen was anderes, als du früher dachtest. Hier zum Beispiel dieses Bild. Was bedeutet das? Also ich hab viel gemalt im Laufe der Zeit. Ja, und das ist eins meiner neueren Bilder, die mich inspirieren, weil ich natürlich viel über Gott nachdenke, sagen wir mal auch viel über die Sachen, die ich sehe. Mhm. Ja, vielleicht ein kleines Erlebnis. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit, bin so durch einen Wald gefahren und habe mir gedacht, dass das hier ist die Weltausstellung. Mhm. Hier wird ganz groß Natur ausgestellt. Und das ganz Beschämende daran ist, dass der Künstler selber sich unsichtbar macht. Mhm. Ja, ich habe selber Ausstellungen gemacht und Ausstellungen besucht und immer will der Künstler dabei sein, gesehen werden, Name her und alles. Und das hat mich irgendwie tief berührt. Ich habe gedacht, da macht einer das Allerschönste und hält sich dermaßen zurück, dass es jeden beschämt, der nur irgendwie Kunst macht. Und dann bin ich mit meinem Fotoapparat in meinen Garten gegangen und habe im Frühling die Blümchen fotografiert. Ich fotografiere auch sehr gerne und so. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte meine Kunst einfach zu der ganz großen Kunst dazu gesellen. Ja, ich will nicht mich so wichtig nehmen, weil neben dem wirklichen Künstler, der hier alles geschaffen hat, und zwar richtig schön, wer bin ich da? Ja, um mir ein bisschen einen Namen zu machen hier oder da, das ist es nicht. Ich will eigentlich nur dabei sein. Ja. Und so habe ich meine Gemälde mit in diese Fotografien verarbeitet und bin damit eigentlich sehr glücklich. Ja. Gott ist für dich der Künstler, der auch diese Blumen gemacht hat. Aber bis du 22 Jahre alt warst, hat Gott für dich ja überhaupt gar keine Rolle gespielt. Warum nicht? Vielleicht, ich hatte einfach keinen Zugang. Ja? Also ich habe zwar so im Religionsunterricht was gehört oder so sehr wenig. Meine Eltern haben mich auch nicht gezwungen, irgendwas zu glauben oder irgendwo. Ich konnte mitgehen in die Kirche mit meinem Vater, wenn ich wollte, wenn ich nicht wollte, halt auch nicht. Und dadurch gab es keine wirkliche Verbindung. Mhm. Ja. Ich habe allerdings die Natur geliebt. Ja. Ich war als Kind ganz viel draußen in der Wüste. In Peru bin ich ja aufgewachsen und am Meer und in den Bergen. Und wie gesagt, ich habe eine der schönsten Kindheiten gehabt, die man sich vorstellen kann. Was war so schön? Erzähl mal. Ah, es war einfach toll. Mhm. Also meine Eltern haben uns, mein Vater hat sich einen Land Rover gekauft. Das war der einzige Land Rover, den es damals im Süden von Peru gab. Und damit sind wir in die Wüste gefahren und auf die Berge und am Strand, an einsamste Gegenden, wo wir gezeltet haben. Und die haben das gelebt und geliebt und so haben wir das auch als Kinder nicht. Später sind wir alleine losgezogen, teilweise tagelang als Kinder mit 12 Jahren, Rucksack in ein Tal rein, haben meiner Mutter gesagt, hol uns an dieser Flussfurt in 3 Tagen wieder ab, so wenn die Sonne da oben steht, wir hatten keine Uhr, kein Handy, nix. Mhm. Und dann waren wir als Kinder da weg und kamen zurück, so voller Erlebnisse. Meine Mutter hat sich abendelang angehört, was wir erlebt haben, mein Vater auch. Und das war ein tolles Leben. Touren in die Wildnis hast du getan und du hattest auch schon als Kind eine künstlerische Ader. Was waren so deine Kunstwerke als Junge? Also ich habe ja immer schon gemalt. So. Ich meine, ich denke mal, viele Kinder malen immer. Ja. Nur meine Mutter ist halt Fotografin, auch sehr künstlerisch. Mein Großvater auch, gemalt, bis er gestorben ist mit 97. Also das steckt irgendwie drinnen. Und auch ein bisschen die Sachen, die ich mit Worten nicht ausdrücken konnte, dann durch Bilder für mich einfach auszudrücken, zu malen, darzustellen. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich hatte einen sehr, sehr guten Kunstlehrer. Okay.
Ja, der hat mein Talent irgendwie gesehen und hat mich gefördert, wo er nur konnte. Es war der beste Lehrer, den ich je hatte, glaube ich. Ja. Das hört sich alles sehr, sehr glücklich an. Du bist auch voll dankbar für diese Zeit. Du hast diese Schätze bis heute mitgenommen. Und trotzdem gab es mal eine Zeit, schwer vorstellbar bei dir, dass es richtig finster wurde in deinem Leben. Warum? Mhm. Was passierte da? Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Vielleicht würden das gekonnte Psychologen besser können, das zu erklären. Mhm. Ich kann nur sagen, wie ich es erlebt habe. Ich habe immer sehr intensiv gelebt. Ja. Ich habe mich eigentlich in alles, was ich getan habe, mit Haut und Haaren reingehängt. Das war mit meinen Abenteuern so, ob ich in den Schneehöhlen gewohnt habe, in den Bergen oder tagelang in der Wüste weg war. So habe ich auch mich sehr in eine Beziehung mit einem Mädchen reingehängt. Das war das erste Mal, dass ich mich so verliebt habe und so. Und das war zu intensiv irgendwie, zu sehr auf Menschen gesetzt. Ja, das hält auch kein Mensch aus. Ja. Irgendwann hat das Mädchen gesagt, lass mich, das ertrage ich nicht mehr. Kann ich durchaus verstehen. Nur in meiner vielleicht sehr verbissenen oder sehr konzentrierten Art zu leben, hat das halt einen Riesenkrater gerissen und hat mir im Grunde alle Kraft aus den Knochen gezogen. Ja. Damals war ich in Österreich. Ne? Mhm. Das heißt, du warst aus Peru zurück, in deine ursprüngliche Heimat? Nein, ich bin in Peru geboren. Mhm. Meine Eltern kommen aus Österreich, aber auch schon ganz lange her. Also wir sind ausgewandert eigentlich. Das war schon sehr toll, also da in Österreich die Berge, den Schnee, das Wildwasserfahren und die Natur war auch begeisternd. Aber eben dieses Ereignis hat sogar die Begeisterung an den Dingen alles mir wirklich komplett. Ich bin teilweise auf den Berg gegangen und auf halbem Weg umgedreht, weil ich nicht mehr konnte. Ich war so depressiv geworden. Normal macht man das nicht. Man geht auf den Gipfel. Diese Trennung von deiner Freundin hat alles Mögliche ins Schleudern gebracht bei dir. Was hatte das denn auch für Konsequenzen für dein alltägliches Leben? Das hatte große Konsequenzen. Ich habe damals studiert und habe das Studium geschmissen. Damals bin ich dann nach Mexiko gereist und dort durch die Wildnis zu ziehen mit einem ganz tollen, interessanten Biologen. Das war auch sehr toll, extreme Naturerlebnisse. Aber eben diese Sache, die hat in mir so genagt. Als ich dann zurück bin, musste ich 3 Tage danach zum Militär in Österreich. Und das war natürlich krass, nicht? Ich habe meinen Bart nie gestutzt. Ich sah aus wie so ein Rübezahl und die Haare und dann alles ab. Ich kam mir vor wie so eine Schildkröte, die man aus ihrem Panzer rauszieht. Und dann da nackt im Wind saß ich da in der Kaserne und das war so krass, das habe ich einfach wahrscheinlich psychisch nicht ausgehalten. Ja, dazu diese ganze Frust mit der Beziehung und so. Und dann bin ich da zusammengebrochen und man hat mich dann in die Nervenklinik gebracht. Es war so stockdunkel, das wünsche ich keinem Menschen, wirklich. Ich konnte eigentlich nicht mehr leben. So depressiv, dass du in die Klinik kamst. Was haben die denn dir da für eine Diagnose gegeben? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich habe es auch nicht genau mitgekriegt. Ich habe nur rumgebrüllt wie so ein Irrer. Es war schrecklich. Also es war schlimm. Ja. Soll ich sagen? Ja, du bist in so eine richtige Verzweiflung geraten, so hört sich das an. Was hast du dir in dieser Phase für Fragen gestellt? Was genau hat dich so verzweifeln lassen? Beschreib mal, wie du das erlebt hast. Das ist eine gute Frage, aber ich kann sie eigentlich nicht beantworten, ehrlich gestanden. Es ist eine Spirale, die sich immer weiter nach unten dreht. Man vergräbt sich in fürchterlichen Gedanken, bis dahin, dass man eben nicht mehr leben will, nicht? Weil es so unerträglich wehtut alles. Man kann dann gar nicht mehr genau sagen, was. Ne? Und das ist einfach schrecklich. Mhm. Das geht halt immer weiter runter. Und selbst in dieser Phase bist du nie auf die Idee gekommen, dass es vielleicht eine Option gäbe, dass es da einen Gott geben könnte, der eventuell helfen könnte. Ja, interessanterweise war ich ja vorher in Mexiko. Dieser Mann war auch Missionar der Botaniker. Und der hat mir da erzählt von der Hölle und vom Himmel. Und ich wusste eins, ich komme in die Hölle. Aber ich will mit Gott nichts zu tun haben. Und
Er garantiert mit mir auch nicht, wie du schon gesagt hast. Ich habe das ja selber geschrieben. Und da dachte ich, nur ich komme da nicht hin. Ich bin verloren, ja, wirklich. Es war wie ein dunkler, schwarzer Abgrund. Mhm. Und ich dachte, es ist so schlimm, es ist wie wenn die Hölle schon zu mir herspült, um mich mitzureißen. Mhm. So fühlte sich das zumindest an. Ja? Also einfach entsetzlich. Also an Gott hast du nicht geglaubt, aber an die Hölle hast du geglaubt, oder wie? Ja, ganz komisch. Ja. Also der Gedanke, und es hat mir auch niemand persönlich gesagt, dass Gott mich kennen würde. Den Satz habe ich nie gehört. Mhm. Ja? Deswegen bin ich auf die Idee vielleicht gar nicht gekommen. Mhm. Okay. Nicht? Und ich dachte nur, weil ich noch vehement an dem einen Abend einem Arbeitskollegen erzählt habe, ich glaube überhaupt nicht an Gott. Wieso denn? Ich habe nichts zu tun, er mit mir nicht. Ich brauche nichts erzählen. Ja. So. Was hat dich dann aus dieser Verzweiflung wieder rausgeholt? Also wie, ja, es war halt dieses eine Erlebnis, was dann stattfand. An dem gleichen Abend, als ich dem Kollegen das noch gesagt habe, kam ich eben nach Hause in mein Zimmer. Und die Depression wälzte sich wieder über mich. Es war fürchterlich. Ich dachte, Mann, es ist so dunkel. Ich bin sowas von verloren. Und das war dann so intensiv wie noch nie zuvor. Eigentlich diese in Richtung Tod geht das dann, ja. Schrecklicherweise, ja. Mhm. Und es war wie wenn ich über einen Abgrund runterfalle. Ich lag in meinem Bett eigentlich. Schon, so wie immer in der Nacht und mit diesen düsteren Gedanken, aber da ging es um alles, ja, irgendwie. Und dann habe ich so in der Verzweiflung geschrien, kann mich irgendwer noch retten? So, nicht Gott, wenn es dich gibt, dann rette mich, wer den Herrn, den Namen des Herrn anruft, irgend sowas, kannte ich ja alles nicht. Mhm. Ich habe nur gesagt, rette mich irgendwer. Wie wenn man schon einen Abhang runterstürzt. Und das hatte ich noch nicht ausgesprochen, da kam eine Klarheit in mein Zimmer. Ja? Also ich kann es nur erzählen, wie ich es erlebt habe, das kann man mir glauben oder nicht. Es ist eine Klarheit, wie wenn das Licht anginge, obwohl ich im Dunkeln lag. Ja. Und eine Deutlichkeit von Gott, wie wenn der ganze große Gott sich in mein Zimmer reinquetscht, ja? Und sagt, hier bin ich. Ja. Ich bin dein Vater. So, das waren die Sätze, die ich so gehört habe. Fand ich irgendwie unglaublich. Ja. Ich dachte, wie kann das sein? Ne? Und da kam mir noch der Gedanke, den hatte ich da in Mexiko mal gehört, dass Christen für verlorene Leute beten. Ja. Verloren, damals wusste ich verloren. Mhm, da wusste ich, was verloren ist. Ja. Da wusste ich, das muss wohl ich sein. Ne? Und jetzt kommt er zu mir. In dem Moment entstand eine Begegnung, eine Beziehung, die bis heute anhält. Mhm. Ja? Das ist ein Leben, was im Verborgenen läuft zwischen uns. Mhm. Es ist herrlich. Hast du eine Idee, warum sich Gott dir als Vater vorstellt? Ich weiß es nicht. Ja. Das hat er mir so gesagt. Mhm. Ja. Wie hast du dann darauf reagiert, auf dieses riesige Erlebnis in deinem Zimmer? Ja, also es ging mir ja auch körperlich wie eine Gänsehaut bis in die Zehenspitzen. Mhm. Ich lag da wie überwältigt. Also ich habe ja sowas vorher noch nie erlebt. Mhm. Ne? Dann bin ich friedlich eingeschlafen, was sonst nicht ging. Und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, das war wirklich beeindruckend. Das war nicht so, na, gestern hat sich irgendwie so ein Flash von irgendwas, sondern ich wach auf und es war pling, wie wenn ich zum ersten Mal das Tageslicht sehen würde auf dieser Welt. Ich bin kreuz und quer über die Welt gereist. Ich habe die schönsten Plätze der Erde gesehen in meinen Augen. Aber das war, wie wenn ich zum ersten Mal leben würde. Ja. So war das. Mhm. Ich war wie, und da dachte ich, oh, wie neugeboren. Mhm. Ja? Und dann habe ich mich erinnert, neugeboren, davon haben ja Christen auch mal was da in Mexiko erzählt. Ja. Aber es hat mich nicht getroffen. Ja, ich habe es nicht verstanden. Ich wusste nicht, was das ist. Und jetzt dachte ich, das muss es wohl sein, ja, so in dem Stil. Ja, ja. Ja. Und so war das. Mhm. Das hat dann sofort natürlich eine Beziehung, dass ich habe geredet mit Gott. Wie mit meinem Vater eben. Mhm.
Wie mit einem Menschen. Du warst dir ganz sicher, das ist Gott. Also gab es keinen Zweifel für dich. Da hätten 100 Leute kommen können, mir sagen, es gibt keinen Gott. Da sage ich, Mann, der war gestern gerade da. Ja. Okay. Und der ist irgendwie nicht weg, sondern das geht nicht. Mhm. Das ist wie wenn mir einer sagt, du sitzt da nicht. Da sitzt du halt. Ja. So. Du warst ja ein hochdepressiver Mensch. Was war denn mit den Depressionen dann in der darauffolgenden Zeit? Also die sind relativ schnell weggegangen. Mhm. Vielleicht auch durch dieses Erlebnis. Nicht gleich, ja. Ich war da noch in Behandlung und habe ich dieses Erlebnis auch in meiner Behandlung erzählt. Und das kam da überhaupt nicht an irgendwie. Okay. Das war witzig. Aber ich konnte es nicht verleugnen. Mhm. Es war so nah an mir und so, und dass ich... Ich habe mich dann aufgemacht, um Christen zu finden. Mhm. Nicht? Ich habe in Salzburg gelebt und bin dann in die Kirche gegangen, sofort, da Turm, da muss ich rein. Mhm. Ja, und dann saß ich da, wie wenn ich der Einzige wäre, der versteht, was da gesprochen wird. So, so kamst du dir vor? So kam ich mir vor, ja. Es war toll. Ja. Ich dachte, Mann, na, hier. Und irgendwann habe ich dann über einen Freund so eine Gruppe von der evangelischen Kirche, so eine Jugendgruppe kennengelernt. Die gesagt, hey, du musst da auch hinkommen, die reden wie du. Ja, zeig her, ich habe noch nie so wen gesehen. Und dann sind wir da hingegangen und das war schon sehr hilfreich. Mhm. Also die Gemeinschaft mit anderen Christen plötzlich, da konnte ich erzählen, da habe ich gemerkt, ich werde verstanden, ja. Auch das mit Gott konnte ich da erzählen und man wusste, die wissen, was ich meine. Mhm. Und das war natürlich toll. Und das war sehr heilsam. Also das ging dann ein paar Monate und dann war das weg. Ja. Die Depression. Die Depression war weg. Und ich habe mich dann aufgemacht und wollte eben unbedingt anderen verzweifelten Menschen helfen, dass sie auch wenigstens ein bisschen davon abkriegen, was ich da erlebt habe. Ja. Und wie hast du das gemacht? Ich habe dann habe ich so eine Art Bibelschule gemacht, so eine kurze. Und dann habe ich Leute kennengelernt in so einem Drogenrehabilitationszentrum, die eben auch so im Grunde mit Haut und Haaren da gelebt haben und Heroin-Junkies aufgenommen haben, um mit ihnen zu leben, ihnen vorzuleben, was Hoffnung mit Gott ist. Ja. Und das ansteckend zu tun, also ansteckende Gesundheit zu vermitteln an Leute, die eben auch, ich war nie drogensüchtig, ich habe nie eine Droge angerührt, kein Alkohol, keine Zigarette, nichts, aber von der Verzweiflung her habe ich mir gedacht, ich will das weiterreichen. Ja. Deine Kunst lag aber sehr lange brach auch dadurch, viele, viele Jahre hast du fast nichts gemacht oder gar nichts gemacht. Ja. Warum? Also ich habe ja, bis bevor ich in dieses Reha-Zentrum gegangen bin, um dort mitzuarbeiten, gemalt auch. Ja. Das war mein Leben. Ja. Ich habe alles gemalt, was mir vor die Flinte kam. Oft bin ich schon mit so einem selbstgemachten Pappding da rumgelaufen, zu malen. Und da habe ich gedacht, das nützt irgendwie niemandem was, wenn man die Not von so Leuten sieht. Wenn ich mich da in der Kunst versteige und neben mir ist ein Junkie, der will aber leben, der will nicht schöne Bilder sehen. Und da ist die Barmherzigkeit mehr gefragt, wie ob ich da jetzt ein toller Künstler bin. Mhm. Dann habe ich das auch weitgehend gelassen. Mhm. Manchmal habe ich am freien Sonntag dann meinen ganzen Sonntag nur gemalt und gemalt. Und das ist halt so. Und wie kam die Kunst dann wieder so richtig in dein Leben rein? Irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, das war so 17 Jahre später, so ungefähr, 1999 war das. Da habe ich gemerkt, entweder ich mal jetzt oder ein anderer wird es tun. Ja. Und da habe ich mir egoistischerweise gesagt, ich will malen. Ja. Ich meine, das, was ich mal, kann kein anderer malen. Ich kann auch nicht das Malen eines anderen, aber zumindest, was mir gegeben ist, da habe ich plötzlich gemerkt, jetzt mach es. Mhm. Ja, und fang einfach an. Da habe ich von einer Woche zur anderen mein ganzes Malzeug zusammengestellt und habe angefangen, in den Gottesdiensten live zu malen. Während die anderen singen, weil singen kann ich nicht so gut, habe ich gemalt. Mhm. Wieso findest du das egoistisch? Was meinst du egoistisch? Du hast eben gesagt, dass du es egoistisch findest. So ganz egoistisch habe ich dann gesagt, ich male. Das verstehe ich nicht. Egoistisch, weil ich wollte es nicht
Ich wollte nicht das erleben, dass ein anderer dann malt, Ach so, okay. während ich malen könnte. Okay, alles so, klar. Solange ich nicht kann, weil ich innerlich merke, jetzt nicht, dann ist okay. Ja. Aber nicht, wenn ich innerlich weiß, auch irgendwie von Gott her sagt, jetzt mal, dafür habe ich dich so gemacht. Ja. Und ich sage dann nein. Dann würde ich mir Vorwürfe machen. Das heißt, Gott hat dich ermutigt, auch jetzt mal. So würde ich das schon sagen, weil auch das Malen ist ein Ding zwischen uns. Diese Beziehungssache hat nie aufgehört für dich mit Gott. Ja. Wie verquickst du das mit deiner Kunst? Was bedeutet das dann für dich in der Kunst? Also für mich ist es so, dass ich die Kunst auch ein bisschen weiter sehe. Ja? Ich, sagen wir so, ich lebe. Ja. Und ich gehe so durch die Welt, diese eckige Welt, die wir hier so haben, und denke viel nach. Also ich verzichte sehr viel auf äußeren Input. Ja? Manche werfen mir das vor, da denke ich mir, es gibt genug, die genug Input kriegen. Einer kann ruhig rumlaufen, der das dann nicht so viel macht, um mehr innen zu sehen. Und dann gibt es Momente im Leben, da sage ich, das ist wie wenn die Welt Schütter ist an der Stelle und man kann ein bisschen durchschauen in den Himmel. Und an manchen Stellen steht das offen. Ja. Und dann schaut man einen Moment lang durch, so lange wie es einem halt gegeben ist. Und diese Sachen beschreibe ich. Ich schreibe viel. Ja? Also ich liege dann abends im Bett und schreibe einfach auf, was ich denke oder wenn ich sonst Zeit habe und mache mir Skizzen. Weil es manchmal nur mit Bildern besser zu beschreiben ist, was man da sieht. Und so würde ich sagen, dieses spirituelle Leben hat Momente, wo man es klarer sieht. Und manchmal entsteht dann ein Bild im Kopf, was ich ganz lange mit mir rumtrage. Ja. Und ich freue mich dann schon richtig drauf, es zu malen. Ja? Ich sehe es förmlich und ich fahre in meinem Auto zur Arbeit und ich male schon. Manchmal ist es dann, endlich habe ich Zeit in meinem Atelier und dann geht's los. Und manchmal ist das ganz toll, manchmal ist es enttäuschend, weil man es nicht ganz trifft, was man so gesehen hat. Aber das liegt daran, dass man eben hier ist und nicht dort. Und wenn du deine Bilder malst, du machst ja auch Plastiken und baust Dinge, was ist es, was du ausdrücken möchtest mit deiner Kunst? Kannst du das beschreiben, was das ist, was du zeigen möchtest? Also manchmal will ich das zeigen, was man auf der anderen Seite sieht. Da sehe ich meine Bilder wie ein, ich beschreibe das manchmal, man kann als Künstler unterwegs sein wie ein Jäger und jagt das Kunstwerk runter, tötet es, stopft es aus und hängt es an die Wand. Okay. Ja? Und dann kriegt man sein Geld dafür und seine Ehre. Oder man kann so eine Art Naturschützer sein. Ja? Ein Kunstflüsterer nenne ich das. Man schaut das Kunstwerk an, also die Inspiration an, wo sie gekommen ist und beobachtet sie, wie ein scheues Tier auf einer Lichtung. Und dann füttert man es und guckt, bis es einem aus der Hand frisst. So, ja? Und dann malt sich das Kunstwerk ins Leben rein. Ich finde, dann ist es richtig. Dann behält es seine Würde. Ja? Und es ist dann an der Wand, wenn es da als Bild hängt, eher wie ein Fenster in eine andere Welt. Also der offene Platz, der offene Raum zwischen zwei Welten. Ja? Wenn das ein Kunstwerk schafft, dann ist es richtig gut. Ja. Vielen Dank, Michael. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Du bist immer noch leidenschaftlich und explodierst manchmal förmlich vor Leben. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, gerne. Wenn auch Sie ein neues Leben mit Gott anfangen möchten, aber noch nicht so genau wissen, wie Sie das anstellen sollen, dann schreiben Sie uns an menschgott@erf.de. Weitere Geschichten von Leuten, die genau solch einen Anfang gewagt haben, finden Sie hier in den nächsten Kästchen oder eben auf unserem YouTube-Kanal. Danke für Ihr Like und Ihr Abonnement. Tschüss.